Hallo und herzlich willkommen bei Jugendhack Berlin 2019, liebe Zuseherinnen und Zuseher. Schön, dass ihr auch mit dabei seid. Schön, dass hier alle mit im Raum sind. Die Keynote hält uns die liebe Christine Carstens vom PIC, Potsdam Institut für Klimafolgenforschung. Und Christine, dich bitte ich jetzt gleich auf die Bühne. Bitte komm zu uns herauf mit einem Applaus. Au, du wagst dich hier drüben rauf, ja? Christine? Hi. Hi. Ich überlasse dir jetzt gleich die Bühne und du erzählst uns jetzt ein bisschen etwas über, wie eine klimafreundliche Zukunft aussehen kann. Und dazu überlasse ich dir gleich die Bühne. Herzlichen Dank, dass du uns hier die Keynote spendest. Hi, ich bin Christine. Ich habe immer Aufregung vor so einem Talk, deswegen muss ich mir immer den ersten Satz fest vornehmen, den ich sage, und deswegen habe ich den hingeschrieben. Also nochmal, hi, ich bin Christine. Ich bin heute hier vermutlich, weil Nico Mentor ist. Ist Nico schon da? Hi Nico! Also Nico ist ein Freund von mir und mein Nachbar und wir haben zwei Kinder, die auf dem Hof immer zusammen spielen. Und ich habe, als ich Kinder bekommen habe, mir irgendwann Gedanken gemacht, was mich mit meinem Leben so anfangen will und was ich möchte, wo meine Kinder, in welcher Welt die aufwachsen. Und ich war von Hause aus Physiker und hatte das Gefühl, mit Physik kann ich jetzt coole Sachen machen, aber so richtig die Welt verbessern kann ich damit nicht. Und deswegen habe ich mich beworben und bin Wissenschaftler, wie komme ich jetzt hier weiter? Dort geworden, am PIC, Potsdam Institut für Klimafolgenforschung, weil ich das Gefühl hatte, mit den Skills, die ich habe, ich konnte ganz gut programmieren, kann ich vielleicht da was anfangen, was ein bisschen mehr was mit Gesellschaft zu tun hat und nicht so viel mit Atomen und so weiter. Nichts gegen Atome, die habe ich auch sehr lieb, aber genau. Am Potsdam Institut für Klimafolgenforschung geht es nicht um Klima, sondern um Klimafolgen. Das ist ein Unterschied, weil Klimawandel nehmen wir erstmal als gegeben an. Da sind wir uns inzwischen so sicher, dass das stimmt, dass wir das überhaupt nicht mehr diskutieren. Was wir diskutieren ist, was das Ganze für Folgen für uns hat. Und da sehen wir inzwischen, das ist massiv. Wir sehen nicht nur, dass die Temperatur ansteigt. Wir sehen nicht nur, dass der Meeresspiegel ansteigt. Wir sehen Zunahme von Extremwetterereignissen, Hitzewellen in Städten, Ernteausfälle, Wäldersterben. Die Permafrostregionen in Sibirien oben tauen auf und machen alles nur noch viel mehr schlimmer. Und genau, das ist aber auch nicht der Teil, über den ich heute reden will. Ich will auch nicht darüber reden, wie wir uns daran anpassen können, indem wir höhere Deiche bauen oder ja, versuchen, irgendwo mehr Geld aufzutreiben, um riesige Solarschirme zu bauen, um die Sonnenstrahlung abzuschirmen oder sonst was. Sondern ich möchte darüber reden, ob es irgendwie einen Weg gibt, diese Klima, also als Folge des Klimawandels gegen den Klimawandel zu arbeiten, sozusagen ihn zu vermindern. Man nennt das auch Mitigation oder kurz Klimaschutz. Genau. Und zum Thema Klimaschutz soll es jetzt gehen. Und zwar habe ich mir die Frage vorgenommen, wie sieht eine klimafreundliche Zukunft aus? Und ich will eigentlich nicht nur genau beschreiben, wie toll das jetzt alles ist, wie man in der klimafreundlichen Zukunft aussieht, sondern wie wir am Institut Code, also ökonomische Modelle, versuchen zu nutzen, um solche Vorhersagen überhaupt zu machen über eine klimafreundliche und über eine Zukunft. Und ich habe ja schon gesagt, ich bin Physiker, ich mag die Atome und in der Naturwissenschaft war das alles immer ziemlich einfach. Da hatten wir Naturgesetze, die solche Vorhersagen für die Zukunft machen konnten oder beschrieben haben. Und wir hatten sehr gut messbare Größe, Anzahl von Atomen, Energie von den Atomen, all solche Sachen. Und jetzt bin ich auf einmal im Themenkomplex gelandet, nämlich in der Ökonomie, wo die das nicht mehr haben. Die haben leider überhaupt nur ganz wenig Naturgesetze, auf die hören müssen. Also so ein paar, okay, also wenn irgendwie auf dem Feld was wächst oder wenn ein Umwandlungsprozess von Energie ist, da gibt es schon irgendwie Naturgesetze, die das bestimmen, aber das gesamte menschliche Verhalten, das ist wenig durch Naturgesetze bestimmt. Ziemlich blöd. Und das Zweite, was sie auch nicht haben, ist, sie haben nicht nur wenig Naturgesetze, die haben auch eigentlich wenig messbare Größen, die so richtig wichtig sind, um zu sagen, ist das jetzt eigentlich eine klimafreundliche oder überhaupt eine tolle Zukunft, die wir da haben? Und das war für mich als Physiker ein ziemlich harter Prozess und das ist das, was ich jetzt so ein bisschen auch euch im
Vortrag erzählen möchte. Im Prinzip die drei Punkte. Zum einen, also wie können wir sowas eigentlich messbar machen und in Code übersetzen? Was klimafreundlich und was überhaupt erstrebenswert für die Zukunft ist? Wie können wir überhaupt in die Zukunft schauen, wenn wir nicht sowas wie Naturgesetze haben? Und dann möchte ich noch einen Ausblick geben, was sagen denn jetzt nun aber unsere Modelle zu ein paar Aspekten. Ich werde mich vor allen Dingen auf Ernährung und Transport beschränken, weil ich glaube, für den Umweltschutz heute nicht mehr so viel Zeit ist. Aber genau. Ich habe so drei Icons gemacht. Also wenn ihr später wieder einsteigen wollt, die Icons geben euch immer an, in welchem Teil der, oder bei welcher Frage wir uns gerade beschäftigen. Also wenn ihr jetzt das mit dem Anfang, mit dem erstrebenswert der Gesellschaft nicht so spannend findet, wartet so lange, bis die Glaskugel wieder auftaucht oder so. Genau. Ich möchte mit einer ganz einfachen Frage anfangen. Kann man Glück messen? Hat da irgendeiner eine Meinung zu vielleicht? Könnt einfach reinbrüllen. Ich höre jetzt, das fand ich schön, ein bisschen. Was sagst du? Okay, für jeden, der nicht so viel Englisch spricht, da war jetzt gerade eine Wortmeldung und ich habe deinen Namen nicht verstanden am Anfang, aber er meinte, wie heißt du? Khan. Also Khan hat gesagt, vielleicht ein bisschen, weil irgendwie sind das ja schon irgendwie Prozesse im Blut, die man messen kann, wie glücklich man ist vielleicht. Gibt es noch eine zweite Meinung dazu? Kommt drauf an, was Glück bedeutet. Was hast du hier noch? Okay, ganz viele Wortmeldungen. Ich mache noch einen und dann gehe ich mal mit meinen Gedanken weiter. Was hast du noch? Ah. Perfekte Überleitung, das ist nämlich mein erster Punkt. Also, es ist total subjektives Empfinden und das Problem ist mit dem Dopaminspiegel im Blut, der könnte sehr verschieden sein. Der eine kann sich mit wenig Dopamin sehr glücklich fühlen und der andere mit viel Dopamin immer noch sehr unglücklich. Sodass das halt ein bisschen schwierig ist. Der zweite Aspekt, der da hinzukommt, wenn wir Glück messen können, würde das bedeuten, dass wir sowas wie Unglück, also wie Tod, Krankheit auch messen können. Und das halte ich für moralisch ein bisschen schwierig zu sagen. Ja, Tod ist jetzt minus 1000 Glückspunkte oder sowas. Kompliziert, meinen glaube ich auch die Philosophen, ist ein bisschen schwierig. Und es ist halt auch sehr verschieden, was Glück ist. Also zum Beispiel Heroin-Junkie, der sich gerade eine Spritze setzt, empfindet bestimmt sehr viel Glück. Ist die Frage, ob das genauso gleichwertig ist wie das Glück, das ein Baby, das gerade seine Mama wiederfindet, halt auch empfindet. Das heißt, es gibt vielleicht, Fragezeichen, Wertigkeiten von Glück oder Stufen von Glück, die wir irgendwie berücksichtigen müssen. So, also wir haben festgestellt, Glück messen ist super schwierig, super Entschuldigung, das darf man nicht sagen, ist ein bisschen schwierig halt. Und deswegen könnten wir jetzt eigentlich aufhören, weil im Prinzip beschäftigt sich die Ökonomie ja damit, irgendwie erstrebenswerte, also glückliche Zukunften für alle zu vorherzusagen. Und ja, können wir nicht, also hören wir auf. Nee, ist blöd. Also wir müssen doch irgendwie quantifizieren. Und das ist ein bisschen meine Einleitung jetzt gewesen zu, ja, es ist blöd, dass wir Sachen messen in sowas wie Geld oder in Nützlichkeit. Aber uns bleibt, wenn wir überhaupt Aussagen treffen wollen, fast gar keine andere Wahl. Wir müssen anfangen zu quantifizieren. Wir müssen Dingen wie Glück anfangen, eine Zahl zu geben. Ansonsten können wir sowas nie in Code übersetzen. Und wenn wir das nicht in Code übersetzen können, dann können wir nicht rumhacken und tolle Modelle bauen. Und das wäre halt auch schade. Und deswegen quantifiziert man das und deswegen quantifiziert man das halt oft leider auch mit Geld. Also man sagt halt, wer mehr Geld hat, ist halt oft auch mehr glücklich. Oder was weniger kostet, macht halt auch mehr Nutzen oder so. Genau. Und das sind die beiden Ansätze, die man in der Ökonomie meistens wählt. Man sagt, die Menge an Glückspunkten ist gleich Geld. Die können wir einfach für alle versuchen zu vergrößern.
Da kann man jetzt sich noch ganz viele Sachen überlegen mit, naja, es ist wichtig, dass alle mindestens einen bestimmten Standard an Glückspunkten haben, oder es ist wichtig, dass besonders die in der Gesellschaft vulnerable, also am verwundbarsten sind, dass die besonders viele Glückspunkte haben, und all solche Betrachtungen können damit reinspielen. Und der zweite Punkt ist, nicht nur die Menge der Glückspunkte kann wichtig sein, sondern auch, man könnte die Menge der Unglückspunkte, also der Kosten, versuchen zu verringern. So, das macht jetzt ökonomische Modellierung, das musste ich erstmal lernen. Ein ganz kurzes Beispiel einfach dazu, wie das funktionieren kann und wie das funktionieren kann, auch unter Berücksichtigung von zum Beispiel Umweltaspekten oder sonst was. Ich habe hier mal so ein ganz kleines Beispiel gebaut. Also wir haben zwei Stück Acker, Acker A und Acker B. Und auf Acker A kann man viermal Getreide anbauen, und auf Acker B, der ist nicht so gut, da kann man nur zweimal Getreide auf der ganzen Fläche anbauen. Und auf Acker A kostet das 20 Euro und auf Acker B 12 Euro. Und ein ökonomisches typisches Problem wäre jetzt, okay, wir haben eine Zielgröße, das sind hier, wir brauchen zweimal Getreide. Wie kann man das jetzt am kostenminimalsten anbauen? Wenn man schnell rechnet, stellt man fest, wenn man die Hälfte von Acker A für 10 Euro bepflanzt, dann hat man mit Gesamtkosten von 10 Euro perfekt das Problem gelöst. So, aber vielleicht ist das jetzt nicht die ganze Wahrheit, weil es geht nicht nur darum, die Kosten zu minimieren, sondern wir haben irgendwie noch andere Beschränkungen. Wir haben zum Beispiel die Beschränkung, dass wir sagen, ist total blöd, wir wollen eigentlich auch bestimmte, also pro Landfläche, die wir haben, wollen wir eine bestimmte Fläche für Natur zurückhalten. Wir wollen in den Wald gehen, um uns zu erholen, wir wollen die Tiere da behalten und so weiter. Und wir machen jetzt einfach in unsere ökonomischen Modelle einfach eine harte Beschränkung und sagen, okay, es gibt nicht alles zur Verfügung, sondern es gibt halt immer nur, wie in diesem Beispiel, ein Viertel zur Verfügung, das man bepflanzen könnte. Unter diesen Umständen würde unser ökonomisches Problem mit 11 Euro gelöst werden. Wir würden quasi auf dem einen als auch auf dem anderen ein Stück Getreide anbauen. So, und neben den Beschränkungen, die wir jetzt in diese ökonomischen Modelle einbauen können, können wir noch eine zweite Sache in die ökonomischen Modelle einbauen, eine sogenannte Bepreisung. Also alles, was wir vorher an Kosten berechnet haben, ist nämlich nur die halbe Wahrheit, weil in unserem AKA gibt es jetzt eine Marienkäferkolonie. Und diese Marienkäferkolonie braucht bestimmten Platz. Und wenn man denen zu viel Platz wegnimmt, wie hier, nämlich zweimal Getreide, also auf der Hälfte der Fläche Getreide anbaut, dann sterben die. Dann haben wir weniger Marienkäfer. Und das ist ganz so schlimm für uns, und das ist ein Preis, den wir bisher nicht berücksichtigt haben in unseren Modellen. Und jetzt, man nennt das internalisieren, jetzt berücksichtigen wir halt diesen Preis und sagen, okay, Marienkäfer sterben, kostet zusätzlich 4 Euro. Dann haben wir Gesamtkosten von 14 Euro. Und unter dieser neuen Bepreisung ändert sich jetzt alles, und wir stellen fest, haha, unter dieser Bepreisung ist auf einmal doch es am allerbesten, wenn wir ein Stück auf A und ein Stück auf B anbauen. Da sind wir nämlich billiger am Ende, da kommen wir bei 11 Euro bei raus. Das heißt, wir haben mit Beschränkungen und Bepreisungen die Möglichkeit, Umweltaspekte, sowas wie, es ist nicht okay, dass wir mehr als 2/3 oder 1/4 des Landes in Ackerland umwandeln, als auch, es ist nicht okay, dass Marienkäfer sterben, über eine Bepreisung quasi reinholen in diese ökonomischen Modelle oder in allgemeine, ja, Modelle. Genau, das als Idee, wie ökonomische Modelle quasi funktionieren. Und jetzt machen wir nicht sowas Kleines, sondern sowas ganz Großes. Wir versuchen die ganze Welt mit allen Industriesektoren der Landwirtschaft, dem Energie-, dem Transport- und dem sonst was System nachzubauen. Und für all das diese Spielregeln zu definieren. Und nachdem wir all die Spielregeln definiert haben, all die Preise definiert haben, auch für die Umweltschäden, all die harten Beschränkungen, wie das ist ein Urwald, das dürft ihr nicht abholzen oder sonst was, all das, all diese Regeln, die dem Modell vorgegeben habt, lassen wir das als Code optimieren. Es ist nicht so deterministisch wie so ein naturwissenschaftliches Modell, wie so ein Klimamodell, sondern das ist ein sogenanntes Optimierungsproblem, und das ist vom Coding her halt ein bisschen anders, und das rechnet uns dann eine optimale Zustand quasi aus oder eine optimale Zukunft aus. Gut, das als kleiner Punkt zu Kostenreduzierung. Wie machen wir das jetzt, wenn wir eine klimafreundliche Zukunft ausrechnen wollen? Für
das Ausrechnen einer klimafreundlichen Zukunft benutzen wir sogenannte integrierte Bewertungsmodelle, auch Integrated Assessment Models genannt. Und die machen als allererstes erstmal, dass sie klimafreundliche Zukunft in eine Zahl übersetzen. Weil, nochmals, wenn wir Sachen mit Code lösen wollen, brauchen wir dafür eine Zahl. Und eine Zahl für klimafreundliche Zukunft ist, wir sagen, wir dürfen nur noch so und so viel emittieren an CO2 und anderen Gasen. Und diese Zahl geben wir dann als feste Beschränkung unserem ökonomischen Modell vor. Unser ökonomisches Modell heißt Remind Magpie. Ich bin von Magpie, wir sind auch auf GitHub zu finden, Open Source und so. Genau, und diese Beschränkung. Genau, und unter dieser Beschränkung löst dann unser ökonomisches Modell oder rechnet unser ökonomisches Modell aus, wie so eine erstrebenswerte Zukunft aussieht und kann dann Sachen beantworten wie, wie hoch musste so ein CO2-Preis sein, um so eine erstrebenswerte klimafreundliche Zukunft zu erreichen oder in welchem Sektor, also in der Energie oder beim Transport oder in der Landwirtschaft ist es am einfachsten, diese Emissionseinsparungen zu bekommen oder auch welche Folgen und Nebeneffekte hat das Ganze jetzt eigentlich für uns. Genau. Das war der Teil zu dem, wie können wir das jetzt irgendwie messbar machen, wie nützlich und wie klimafreundlich das ist. Wir sind jetzt immer noch an dem Punkt, dass wir noch gar nicht wissen, wie wir das jetzt aber in die Zukunft projizieren können. Weil wir wissen ja gar nicht, wie unsere Zukunft aussieht. Weil, nochmal, wir sind nicht in einem naturwissenschaftlichen Modell, wo man nur den Anfangszustand kennen muss und dann sagen die Naturgesetze uns schon, wie das jetzt in der Zukunft weitergeht. Sondern wir sind in einem viel komplexeren System. Wir haben nämlich jetzt so Menschen und Menschen funktionieren zwar basic-mäßig schon auf nur Naturgesetze, Dopamin und Endorphine und Blutspiegel und so, aber im Prinzip ist das doch irgendwie alles komplexer mit menschlichen Systemen, zumindest wenn man in die Wissenschaft schaut. Und daher kann man sagen, es gibt zwar bestimmte Naturgesetze und Stoffkreisläufe, denen wir uns nicht erziehen können, das beschreibt aber nicht alles. Es gibt diese Komponente des menschlichen Verhaltens und die ist unsicher, die ist komplex und die ist super schwierig messbar. Wieder das Problem, jetzt könnten wir aufhören und dann wäre alles vorbei und wir könnten nicht weiter coden. Da sind wir schade, sind wir traurig drüber. Also müssen wir wieder einen Weg drumherum finden. Und den Weg, den wir da drumherum finden, ist, wir versuchen wieder, irgendwas in Zahlen messbar zu machen oder zu reduzieren, in eine Gleichung zu packen. Und um Sachen in Gleichungen zu packen, müssen wir das Problem reduzieren. Das versuche ich gleich mal zu zeigen, wie man sowas reduzieren kann. Und wenn wir das jetzt aber ganz doll reduziert haben, ist blöd, weil dann haben wir es ja auf eine Sache reduziert und wenn wir dann mit einer Sache weiterrechnen, ist blöd. Das heißt also, um diese Reduzierung so ein bisschen wieder wettzumachen, sagen wir jetzt, wir reduzieren nicht einmal, sondern wir bauen einfach verschiedene Szenarios, in denen wir verschiedene Formen der Reduzierung quasi ausprobieren. Und je nachdem, welche Reduzierung wir ausprobiert haben, können wir uns die verschiedenen Welten, die daraus entstehen, quasi angucken und miteinander abwägen. Genau. Die Reduzierung in unseren ökonomischen Modellen geht im Endeffekt meistens darauf zurück, dass wir uns angucken, wie die Bevölkerungsentwicklung aussieht und die dazugehörige Einkommensentwicklung der verschiedenen Bevölkerungsteile der Welt. Und darum herum bauen wir dann die Szenarien, die quasi für verschiedene dieser Reduzierungsansätze verschiedene Annahmen trifft. Wie sieht das aus? Es gibt die sogenannten sozioökonomischen Pfade, kurz auch SSPs genannt. Und da unterscheiden wir im Moment meistens 5 verschiedene. Hier das SSP1, das ist mein Lieblingspfad, mein Lieblingsszenario. Das ist halt so ein total nachhaltiges, der grüne Weg. Alles ist ganz entspannt. Leute versuchen lieb zueinander zu sein. Alle arbeiten gut zusammen. Was gibt es noch? Ja, der SSP2, das ist so Business as usual. Alles bleibt so, wie es ist. SSP3 ist, hier geht es noch weiter, Nationalismus, Protektionismus, jeder will nur für sich selber und so. SSP4 ist so, wir machen weiter wie bisher, aber wir kümmern uns um die anderen nicht. Also wir spalten uns irgendwie so ein bisschen ab, lass doch den armen Süden armer Süden sein, wir versuchen jetzt hier eine Lösung für uns zu finden, nach dem Motto. Und dann gibt es noch den SSP5, das ist so eine totale Hightech-Welt, in der wir versuchen, alles technisch zu lösen. Quasi. Genau, und diese SSPs haben verschiedene Annahmen, wie gesagt, über die Bevölkerung und über die Einkommensentwicklung. Zum Beispiel sehen wir, dass in SSP 1 und 5, das ist jetzt grün und dunkelblau, die Bevölkerung wieder runtergeht, was so viel bedeutet wie, im Prinzip haben wir genug
Bildung oder genug Aufklärung reingesteckt, dass wir quasi kein ungebremstes Bevölkerungswachstum mehr in der Zukunft haben. Wir sehen auch, dass in SSP 5 zum Beispiel das Einkommen total durch die Decke geht, weil wir so viel Wirtschaftswachstum und Technologie haben, dass wir damit ganz viel Kaufkraft generieren können sozusagen. Genau. Und diese verschiedenen Pfade und diese verschiedenen Szenarien untersuchen wir nun. Und ich möchte noch auf diese Abhängigkeiten eingehen. Ich habe ja jetzt gesagt, die meisten Größen skalieren irgendwie, also die meisten Prozesse können wir jetzt irgendwie auf Bevölkerung und Einkommen reduzieren. Und das möchte ich nochmal an zwei Beispielen kurz verdeutlichen. Also, was wir hier sehen, ist der Kalorienbedarf der Welt. Also wie viel Kalorien müssen wir essen oder wollen wir essen in der Zukunft? Und das ist ein bisschen aufgeteilt in Grundnahrungsmittel und Gemüse, leere Kalorien, das ist so Zucker, Alkohol, hochverarbeitete Öle, und dann in Rot sind die tierischen Produkte, und wir sehen, die steigen einfach total an, und die steigen total an, weil sich die Bevölkerung, weil die Bevölkerung größer wird auf der Welt. Und wenn man das jetzt zwischen den verschiedenen Szenarios sich für 2100 mal anguckt, das ist das, was man ganz außen hier sieht, dann sieht man, dass da genau das Bild zu sehen ist, was ich versucht habe, gerade auch in dieser Bevölkerungskurve zu zeigen. Für SSP 1 und 5 ist der Kalorienbedarf viel niedriger, und das kommt, weil da halt weniger Menschen auf der Welt sind. Weniger Menschen heißt halt auch weniger Kalorien und so weiter. Das heißt, was ich hiermit nur zeigen wollte, es gibt bestimmte Größen, die die Zukunft bestimmen, die eindeutig davon abhängig sind, wie viele Menschen auf der Welt leben. So, es gibt auch andere Größen. Und zwar hier als Beispiel mal der Anteil tierischer Produkte in dem, was wir essen. Das ist so ein typisches Ding, das einkommensabhängig ist. Da kommt jetzt gleich eine große Punktwolke, nicht erschrecken. Ganz viele Punkte. Das sind die vergangenen Daten über wie tierisches Essen von tierischen Produkten mit Einkommen zusammenhängt. Und da sieht man relativ schlecht, jetzt ein bisschen besser, dass man da eine Linie durchlegen kann. Ist ein bisschen fragwürdig, ob das die einzige Linie ist, die man darüber durchlegen kann. Deswegen schieben wir die in den Szenarios eben auch hoch und runter und sagen, ja, in einem ganz optimistischen Szenario wäre die halt ein bisschen flacher, und in einem eher pessimistischen Szenario ist die halt eher weiter nach oben gebogen. Aber im Prinzip erkennt man schon klar diesen Zusammenhang, oder? Also erkennt ihr den Zusammenhang? Ja, okay, Zustimmung. Also, je mehr Geld man zur Verfügung hat, desto mehr tierische Produkte isst man. Zumindest, wenn wir das historisch betrachten. Das ist natürlich immer die Frage, ob nur alles immer so abläuft, wie es historisch war, sozusagen. Gut, also wir haben gesehen, dass es verschiedene Szenarien gibt. Wir haben gesehen, dass es Sachen gibt, die eindeutig bevölkerungs- und eindeutig einkommensabhängig sind. Und damit gehen wir jetzt in unsere Szenarios rein und gucken quasi, wie unsere Zukunft sich so verhält. Genau. Und deswegen möchte ich jetzt, überleiten zu, wie sieht denn jetzt aber nun eine klimafreundliche Zukunft aus? Und hier habe ich jetzt mal was rausgesucht, und zwar ist das ein SSP 2, also ein so ein alles bleibt wie es ist Szenario, wie das versucht, ein 2-Grad-Ziel, also eine bestimmte Menge von Emissionen zu erzeugen. Und ausgerechnet hat, wie in den verschiedenen Sektoren jetzt Emissionen reduziert werden können. Die dicken Balken kommen daher, dass wir das nicht nur mit einem Modell gemacht haben, wie Remind Magpie, also die Gruppe, wo ich arbeite, eins ist, sondern mit ganz verschiedenen Modellen. Genau. Und wenn wir da jetzt reingucken, sehen wir, dass es bestimmte Sektoren, zum Beispiel den Energiesektor, gibt, wo das viel einfacher ist, zumindest in unseren ökonomischen Modellen, wenn wir die verschiedenen Sektoren koppeln, Emissionen einzusparen, als zum Beispiel im Transportsektor. Das ist nämlich super schwierig, Flüge also zu dekarbonisieren, sagt man. Also die brauchen ja Benzin, Kerosin, und das kann man einfach nicht wegmachen. Während man den Energiesektor durch regenerative Energien halt relativ einfach dekarbonisieren kann, also darauf reduzieren kann, fossile Brennstoffe zu verbrennen. Genau, was sehen wir noch? Wir sehen, dass auch die Industrie einen großen Anteil bringen muss. Wir sehen, dass vor allen Dingen auch die Landwirtschaft einen großen Beitrag leisten muss, und dass die vielleicht so einen großen Beitrag leistet, indem wir so viele Wälder aufforsten, dass wir sogar sogenannte negative Emissionen im Endeffekt haben. Genau. Was sehen wir noch, wenn wir
unsere Modelle angucken. Ich habe jetzt noch einmal den Transport rausgesucht. Das ist von Mariana, das ist eine Kollegin von mir. Und die hat sich mal angeguckt, wie in so einem normalen Szenario, das nennt man auch Bau, und in einem Szenario, wo man so jetzt super effektive Klimapolitik macht, die Energieverbrauch der einzelnen Transportmodi aussieht. Ist ein bisschen kompliziert, muss man vielleicht nicht im Detail verstehen, aber was man sieht, hier ist für Kraftstoff größer als da und hier ist für Elektro größer als da. Also Elektrifizierung kann durch Klimapolitik vorangetrieben werden. Was wir aber auch im Gesamten sehen ist, auch Klimapolitik kann einen Einfluss darauf haben, wie viel Energie wir überhaupt in das Transportsystem stecken können. Also wie viel Transport wir überhaupt brauchen. Und das sind vielleicht die zwei Punkte. Wir können ganz viel damit machen, indem wir die Technologien hin und her schieben, aber wir können ganz viel auch damit machen, indem wir den Gesamtbedarf vielleicht runterschrauben, den Gesamtbedarf an tierischen Produkten, den Gesamtbedarf an Transport oder den Gesamtbedarf an Wohnfläche oder andere Dinge. Damit bin ich, glaube ich, auch schon am Ende. Ich versuche eine kurze Zusammenfassung. Ich glaube, ich habe euch jetzt gezeigt, dass Vorhersagen irgendwie schwierig sind. Was man aber sagen kann, auch wenn die Vorhersagen schwierig und vielleicht ungenau sind, sie sind wichtig, um Maßnahmen und Welten und Szenarios gegeneinander abzuwägen. Zu sagen, das eine ist jetzt vielleicht mehr erstrebenswert als das andere oder einfacher oder kostengünstiger oder irgendwie einfach schöner oder glücklicher. Und was man aber auch dazu sagen muss, klimafreundlich geht auf ziemlich vielen verschiedenen Wegen. Und das sehen wir leider auch in unseren Welten, dass man sehr viele Bedingungen reinstecken kann, um in der klimafreundlichen Welt zu landen. Und deswegen so ein kleiner Appell am Ende. Wir gehen jetzt gerade mit diesen ganzen Modellen Open Source. Wir versuchen, die transparent und reproduzierbar und offen zu machen, damit die Wissenschaft, die dahinter steckt, klar für die Leute ist. Und es wäre total cool, wenn Leute anfangen, sich das halt auch echt anzugucken und nachzufragen, welche Bedingungen und welche Parameter und welche Kurven wir da durch solche großen Punktwolken durchlegen, um nachzufragen, ob all die Annahmen, die wir da machen, eigentlich so korrekt sind oder nicht. Genau. Und da möchte ich mit dem Foto, das ich im Teaser auch mal hatte, enden. Das ist das Teaser-Foto. Ich weiß nicht genau, wer das gesehen hatte auf der Website zur Ankündigung meines Vortrags. Da war die Frage, ist das eine klimafreundliche Zukunft sozusagen? Ja, nein? Vielleicht? Ist nicht so richtig nachvollziehbar. Ja, okay. Also die Idee dahinter ist, ihr seht da in der Ecke, da geht es wieder um diese Szenarien. Wie gesagt, es gibt verschiedene Welten, die wir uns angucken können und verschiedene Welten, die verschiedene Ergebnisse produzieren. Und was ich nur sagen wollte, also auch das kann eine klimafreundliche Zukunft sein. In ökonomischen Modellen sind ziemlich viele Dinge möglich. Die Frage, und das ist jetzt eher eine moralische Fragestellung, ist so eine Welt vielleicht besser oder ist so eine Welt vielleicht irgendwie erstrebenswerter? Und was man halt sieht ist, so eine Welt ist klimafreundlich möglich, aber so eine Welt ist klimafreundlicher und kostengünstiger als die andere. Und damit vielleicht bin ich offen für Fragen, vielleicht auch zu den Fotos. Dann nehme ich einfach das. Herzlichen Dank, liebe Christine. Perfekt, dass du mit dem Essen aufhörst, also unsere perfekte Überleitung, denn hier bei uns beim Jugendhackt-Event wird es dann das Abendessen geben. Bleib doch noch mal ganz kurz hier auf der Bühne, damit wir uns von unseren lieben Zusehern und Zuseherinnen, die uns live zugeschaut haben, verabschieden können. Herzlichen Dank euch allen fürs Zuschauen. Herzlichen Dank, liebe Christine, für die nette Keynote. Wo kann man denn, wenn man jetzt nach der Live-Schaltung noch weiter diskutieren möchte, wo kann man denn dann das machen, lieber Philipp? Ja, also mein Mikro geht. Entweder, wenn ihr hier seid, dann erwischt Christine am besten jetzt gleich beim Essen. Wenn ihr nicht dabei seid, könnt ihr online in der Community noch weiter diskutieren.
Und wenn ihr noch zuguckt, auf jugendhack.org/live gibt es morgen ab 11 Uhr die nächsten Lightning Talks. Am Sonntag die Präsentation, alles live. Also guckt wieder rein. Und wir machen jetzt hier weiter mit dem Essen. Und ich hoffe, ihr zu Hause an den Streams habt auch was zu essen. Okay, bye Stream. Danke, Christine.